سلام سلام، خوب هستین؟ امروز دوباره اینجا هستیم با یک درس جدید از دستور زبان فارسی. Heute lernen wir Konjunktiv der Vergangenheit. Aber was war Konjunktiv Präsens? Wir haben schon gelernt, dass Konjunktiv Präsens wird im Besonderen mit Modalverben, Wunschsätze, Subjektsätze und Objektsätze benutzt. Wir verwenden Konjunktiv Präsens, wenn der Verb wahrscheinlich oder unklar ist oder wenn wir etwas wünschen wollen. Lass uns mit einem Beispiel beginnen. شاید آفتاب در فنلاند بتابد. شاید آفتاب در فنلاند بتابد. Vielleicht scheint die Sonne in Finnland. Wir haben شاید. Mit شاید brauchen wir Konjunktiv Präsens hier. Und dann wir haben بتابد. بتابد ist Konjunktiv Präsens von Infinitiv تابیدن. B plus top, Präsensstamm plus Endung ad. B tabat. Vielleicht scheint die Sonne in Finnland. Aber wie wäre es dann, wenn wir diesen Satz in der Vergangenheitsform sagen wollen? In diesem Fall müssen wir das Konjunktiv der Vergangenheit verwenden. Lassen Sie uns sehen, wie wir das auf Farsi machen können. Konjunktiv der Vergangenheit wird mit Partizip Perfekt am Anfang plus Borsham, Borshi, Borshat, Borshim, Borshit, Borshand gebildet. Zum Beispiel von das Infinitiv tabidan. Tabidan, dann sefate maf'uli, Partizip Perfekt, tabid plus e, tabide, und dann boshad, tabide, boshad. Okay, wir gehen zurück zum letzten Beispiel. Shayad, aftab, در فنلاند تابیده باشد. شاید آفتاب در فنلاند تابیده باشد. Vielleicht hat die Sonne schon in Finnland geschienen. شاید. Dann wir haben Konjunktiv. تابیده باشد. تابیده باشد ist Konjunktiv der Vergangenheit. Wir haben Tabide, Partizip Perfekt und dann Borschat hier. Noch ein anderes Beispiel mit Raftan, gehen. Raftan, Infinitiv, dann Partizip Perfekt, Raft plus E, dann Borschat, Rafte, Borschat. ما شک داریم که او به بیمارستان رفته باشد. Wir sind nicht sicher, ob er ins Krankenhaus gegangen ist. ما شک داریم که brauchen wir Konjunktiv. ما شک داریم که wir sind nicht sicher. Dann رفته باشد. رفته باشد Konjunktiv der Vergangenheit. Für Verneinung des Konjunktiv der Vergangenheit fügen wir ein Na am Anfang unser Verb hinzu. Na plus Partizip Perfekt, Sefate Maf'uli plus Borsham, Borshi, Borshat, Borshim, Borshit, Borshand. Dann wir haben die verneinte Version des Konjunktiv der Vergangenheit. Zum Beispiel Goftan von sagen, Goftan. Na plus Partizip Perfekt von Goftan, Gofte,
گفت پلوس ا، دان باشند، نه گفته باشند. شاید دروغ نگفته باشند. Vielleicht haben sie nicht gelogen. Duruch goftan. Duruch goftan. Dann, wir haben Shayat. Na gofte boshand. Verneinung des Konjunktivs der Vergangenheit. Na plus Partizip Perfekt von goftan. Nagofte plus Boschand. Nagofte Boschand. Vielleicht haben sie nicht gelogen. Als ich schon gesagt habe, Konjunktiv der Vergangenheit kann mit Modalverben wie Khostan, Tavonestan, Dustostan, mit Wunschsätze wie Kosch, Koschki, Eikosch und so weiter. Mit Subjektsätze wie Momkenaske, Chubaske. Und mit Objektsätze wie Shakdoratke benutzt werden. Wir können auch Konjunktiv der Vergangenheit im Konditional setzen oder in einigen Gleichnissen Sätze verwenden. Die beide werden wir später lernen in anderen Lektionen. Lass uns gemeinsam einige Beispiele anschauen. Mobilam inja nist. Mein Handy ist nicht hier. Shayad kasi an ra bardoshte bashad. Wahrscheinlich oder vielleicht hat es jemand mitgenommen. Mobilam inja nist. Shayad kasi an ra bardoshte bashad. Denn wir haben shayad, vielleicht. Es funktioniert wie Modalverben. Brauchen wir Konjunktiv mit shayad. Und dann برداشته باشد. برداشتن mitnehmen. Dann Partizip Perfekt plus باشد. برداشته باشد ist Konjunktiv der Vergangenheit von برداشتن. Mein Handy ist nicht hier. Wahrscheinlich hat es jemand mitgenommen. کاش دیشب همه از غذای ما خورده باشند. کاش دیشب همه از غذای ما خورده باشند. Hoffentlich haben gestern alle von unserem Essen gegessen. کاش mit کاش benutzen wir auch Konjunktiv. Wenn wir eine Hoffnung oder einen Wunsch haben, das ist ein Wunsch, kosh, dishab hame az ghazay ma, dann khorde bashand. Khorde bashand ist Konjunktiv der Vergangenheit von khordan, essen. Dann wir haben khorde, Partizip Perfekt, khord plus e und dann bashand. خورده باشند. Konjunktiv der Vergangenheit von خوردن. خواهرم تصادف کرده است. ممکن است که همه چیز را از یاد برده باشد. خواهرم تصادف کرده است. تصادف کردن Unfall haben. Meine Schwester hat einen Unfall gehabt oder hatte einen Unfall. ممکن است که همه چیز را از یاد برده باشد. Es ist wahrscheinlich, dass sie alles vergessen hat.
ممکن است که همه چیز را alles از یاد برده باشد. از یاد بردن vergessen. Zusammengesetzte Verb. از یاد بردن. Dann wir haben ممکن است که vielleicht, es ist wahrscheinlich. Denn das ist ein Subjektsatz. ممکن است که همه چیز را از یاد برده باشد. Konjunktiv der Vergangenheit von از یاد بردن. آیدا احتمال می دهد که همسرش سرما خورده باشد. آیدا احتمال می دهد که همسرش سرما خورده باشد. زی اورا آیدا فرموتد دست ایه پارتنر اکلتت است. آیدا احتمال می دهد که دان اوبیکت ساتس همسرش ایه پارتنر سرما خوردن اکلتن. سرما خورده باشد. سرما خوردن است زامنگزت ور. دان سرما خورده باشد است کنیونکتیو در فگانگنهایت فون سرما خوردن. دان کنیگیرن ویر خوردن نو هیر. خورد پلوس ا پارتیسیپ پرفکت و دان باشد. سرما خورده باشد. شاید آنها یک پسر کوچک داشتند. Vielleicht hatten sie einen jungen Sohn. یک پسر کوچک einen jungen Sohn dann داشتند hatten. شاید vielleicht dann wir haben داشتند. Aber wieso داشتند? Wieso Präteritum? Vielleicht erinnern Sie sich, das Konjunktiv Präsens von داشتن ist داشته باشند. Ja, das ist richtig. Dann, was benutzen wir als Konjunktiv der Vergangenheit von داشتن? Als Konjunktiv Vergangenheit von داشتن benutzen wir einfach Präteritum. داشتند. Daustand hier funktioniert als Konjunktiv der Vergangenheit von Daustand. Vielleicht hätten sie einen jungen Sohn. Dann gehen wir zu Konjunktiv der Präsenz von Daustand. Wir haben das schon gelernt. Shoyad, anha yek pesare kuchak daushte boshand. Denn hier unser Satz ist im Konjunktiv Präsenz. Konjunktiv Präsens داشته باشند ist Konjunktiv Präsens von داشتن. Vielleicht haben sie einen jungen Sohn. Hier, wir haben Konjunktiv Präsens, aber bei unser erster Beispiel hier in dieser Seite, dann wir haben Konjunktiv der Vergangenheit. Wann etwas in Zukunft wahrscheinlich oder möglich ist, dann benutzen wir auch Konjunktiv der Vergangenheit. Zum Beispiel, شاید تا سال آینده از پایان نامه ام دفاع کرده باشم. شاید تا سال آینده bis nächstes Jahr از پایان نامه ام Dissertation, meine Dissertation, dann دفاع کردن. دفاع کردن ist zusammengesetzte Wort. Wort, ja, Verb, bedeutet verteidigen. Dann wahrscheinlich werde ich nächstes Jahr meine Dissertation verteidigen. Bis nächstes Jahr meine Dissertation verteidigen. Wir haben Shayad und dann defa kerde basham. Konjunktiv der Vergangenheit von defa kerdan.
Hier wird etwas in Zukunft eventuell geschehen. In diesem Fall benutzen wir auch Konjunktiv der Vergangenheit, aber meinen wir, dass etwas in Zukunft passiert wird. Manchmal können wir auch Perfekt anstelle von Konjunktiv der Vergangenheit benutzen. Zum Beispiel, احتمالاً جنگ تمام شده است. احتمالاً جنگ Krieg تمام شده است. Oder احتمالاً جنگ تمام شده باشد. احتمالاً جنگ تمام شده باشد. Beide diese Sätze bedeuten, vielleicht ist der Krieg schon beendet. Aber bei احتمالاً جنگ تمام شده است, wir haben perfekt mit der Funktion des Konjunktiv der Vergangenheit von تمام شدن beenden. Aber bei احتمالاً جنگ تمام شده باشد, wir haben Konjunktiv der Vergangenheit. Aber beide, die Bedeutung für beide Sätze ist gleich. Vielleicht ist der Krieg schon beendet. Das war Konjunktiv der Vergangenheit. Jetzt will ich was fragen. Habt ihr schon von dieser Liebesgeschichte Shirin bei Farhad gehört? Das ist eine berühmte Geschichte im persischen, berühmte klassische Geschichte in persischen Literatur. Farhad ist ein Geliebter, der der Berg Bistun zerlegen oder abstoßen muss, um seine Liebe für Shirin, eine weibliche Name, zu zeigen. Hier haben wir auch ein Gedicht mit dieser, über diese Geschichte. امشب صدای تیشه از بیستون نیامد. شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. امشب heute Abend صدا Stimme und dann تیشه دخسر. از بیستون, بیستون ist ein Name, ein eigener Name für ein Berg im Iran. Und dann haben wir نیامد von آمدن. Einfach Präteritum, verneinte Präteritum. Dann Shoyat zeigt, dass das wahrscheinlich wir ein Konjunktiv haben werden. Dann Bechobe Shirin. Chob ist Traum. Shirin, als ich schon gesagt habe, eine weibliche Name. Es bedeutet auch süß. Und ein süßes Traum oder Shirins Traum. Dann Farhad, ein männlicher Name, und dann Raftabashad, Konjunktiv Vergangenheit von Raftan. Heute Abend kommt kein Geräusch aus Bistun. Wahrscheinlich ist Farhad zu Shirins Traum gegangen. Diese Shirins Traum, Chobe Shirin, kann Shirins Traum sein, kann auch ein süßes Traum bedeuten und dieses süßes Traum kann auch tot sein. Das bedeutet, dass Farhad, dann kommt kein Geräusch aus Bistun, weil wahrscheinlich Farhad ist tot. Ja, امیدوارم از درس امروز لذت برده باشید و روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.